Moin. Jo, heute mal wieder ein Video aus der Szene, für die Szene. Für mich ein ganz, ganz spezielles Video in dieser Reihe ist ja, meinem lieben Freund Micha gewidmet, der leider nicht mehr unter uns weilt. Und es gab vor noch nicht allzu langer Zeit, ja, gab es eine Versteigerungsaktion. Da wurden einige Messer aus Michas Messersammlung für seine Familie versteigert. Der Erlös ging ja, komplett an Michas Lieben. Und da habe ich auch zahlreich mitgeboten und konnte mir auch das ein und andere Messer sichern. Und ja, hätte Geld keine Rolle gespielt, dann hätte ich mir eh alle gekauft, alle ersteigert. Aber auch so hatte ich da mehrfach mein Glück versucht und habe neben diesem Real Steel H6 in, ja, in dieser Camo-Griffbeschalung, dass ich so oft ja, in Michas Händen gesehen hatte, in seiner Hosentasche stecken sah. Ja, das war so eins der Messer, wo ich gehofft hatte, dass ich das bekomme. Es gab noch ein paar andere, die sind dann woanders gelandet und ich hoffe, da sind sie in sehr guten Händen. Bei vielen Messern weiß ich es, dass sie in sehr guten Händen sind. Da weiß ich genau, an welche Personen die gegangen sind und das löst auch ein gutes Gefühl in mir aus. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass ein jeder von euch, der solch ein Messer ersteigert hat, das Messer auch nutzt und damit seine Freude hat. Das würde Micha erfreuen. Und ich hatte noch ein weiteres Messer ersteigert, und zwar hier von der Firma Martini, auch in diesem leuchtenden Orange. Und dieses Modell quasi in einem neuwertigen Zustand, das möchte ich jetzt raushauen. Ich habe ein bisschen länger überlegt, was ich mit dem Messer jetzt mache. Und letztendlich ja, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht möchte, dass es bei mir einfach nur rumliegt. Die anderen Messer, die ihr hier seht, ebenfalls von Micha, die werden nicht rumliegen. Das Garni wird einfach schon zum Liebhaben in die Hand genommen. Love it. Und das H6, eine der Klassiker von Real Steel, benutze ich gerne. Das wird auch in Benutzung bleiben. Und bei dem Messer hier, bei dem Martini-Stachel, bin ich doch recht sicher, das würde ich nicht wirklich nutzen. Und ich weiß aber, dass solche Modelle durchaus populär sind. Und manch einer von euch, der mochte den Micha auch sehr, hat die Knife Talk-Videos Micha, also Knife Talk mit Micha und Glenn Farkas gerne geguckt. Und wenn einer von euch zum Beispiel gerne Outdoors unterwegs ist oder Angler, ich glaube, dafür dürfte sich dieser Martini-Stachel ganz wunderbar machen. Kommt in einer gut gemachten Stecklederscheide und wie gesagt, quasi neuwertig dieses Messer und das hau ich deshalb diesmal ja mit rein aus der Szene, für die Szene quasi von Micha und von mir. Ja, und ihr müsst nicht viel machen, ne? Einfach Kommi hinterlassen, ja, warum das Messer zu euch kommen sollte, dass ihr dabei seid, dann seid ihr schon dabei. Lasse ich das Video ein, 2 Wochen beziehungsweise die Verlosung laufen, werde dann den Gewinner ermitteln und den dann über die Kommis auch anschreiben. Und ich hoffe, es kommt in gute Hände und es wird genutzt. Das würde mich wirklich, wirklich sehr freuen. Jo, dieses Messer sucht jetzt einen neuen Besitzer. Also, ja, wer Bock hat, dabei zu sein, einfach einen Kommi hinterlassen und dann wollen wir es auch nicht in die Länge ziehen. Alles klar. In diesem Sinne, all knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.